Danke für die Einladung. Wir haben in dem LifeLinks-Projekt bis jetzt 18 Luchse ausgebildet und 12 davon sind schon ein Teil von der Population. Und wir haben auch schon eine Stepping Stone-Population gemacht, die funktioniert und reproduziert. Also ich traue mich zu sagen, wir haben einen erfolgreichen Projekt gemacht. Aber heute will ich nicht so viel sprechen von die Luchse, aber ich werde mehr, wie wir dazu gekommen haben und was war nötig und dass das ein erfolgreicher Projekt sein kann. Also, nur ein bisschen von historisch, wie hat das angefangen? In 1973 wurden 3 Paare ausgelassen von den Jägern und von den Förstern. Und das war eine erfolgreiche Population. Es hat von Bosnien bis nach Italien verbreitet. Und die Jäger haben es damals ausgelassen mit der Idee, dass da eine Tierart, die daher gehört kommt, aber auch als eine Trophäetier kommt wird. Und da haben sie sehr schnell, 5 Jahre nach den Freilassungen, hat auch der Abschuss angefangen. Und es hat gedauert bis beiläufig 2 Jahr 2000. Und in den Jahren schon früher hat man gemerkt, dass die Population langsam ist immer kleiner, immer weniger Tiere. Und da wurde auch der Abschuss gestoppt, weil da irgendwie nicht mehr genug Tiere waren. Und waren viele Diskussionen, was ist los, was passiert. Und eigentlich hat unser Projekt angefangen schon damals, ich möchte sagen in 2005, damals war ich noch nicht dabei. Aber was waren die wichtigen Punkte in dem Moment? Der Mitarbeit zwischen slowenischen Forstdienst, Universität und die Jäger war sehr wichtig. Schon damals waren wir zusammen in einem Projekt, der zusammen mit Kroatien war. Also die wichtigen Institutionen, die mitarbeiten müssen und Nachbarland Kroatien zusammen diskutieren von die gleichen Sachen. Und im Jahr 2010 war entschlossen, weil damals auch war eine Diskussion, ist Genetik das Problem, welche Tiere nehmen wir, wenn überhaupt. Und in 2010 war entschlossen, auf einem internationalen Workshop, dass die Tiere von den Karpaten gut sind, weil das war nicht so klar damals. Und dann in 2013 hat ein Scientific Article gekommen, und damals war nachgewiesen, dass der Inbreeding das Problem ist, das Genetik das Problem ist. Und erst damals konnten wir auf die staatliche oder internationale Zustimmungen, dass wir neue Luchse bringen, arbeiten. In Slowenien war es sehr wichtig, dass wir bei Entwicklung von den strategischen Dokumenten zusammen waren. Ministerium, die am Ende die Zustimmung gibt, die Jäger, die Förster, die Institute for Nature Conservation, weiß ich nicht, wie ich das übersetzen soll, und die Universität. Also alle die, die wir dann auch den LifeLinks-Projekt geschrieben haben und alle die, die wir auch jetzt auf dem Projekt arbeiten. Und deswegen waren auch die Zustimmungen nicht schwer zu kriegen von dem Staat und war nicht viel Diskussion, machen wir das zusammen. Das war schon eigentlich mit der Entwicklung von der ganzen Sache logisch, dass wir zusammen in dem Projekt sind. Aber international war das noch nicht. Wir müssten für Entwicklung, für den LifeLinks-Projekt, müssten wir noch Zustimmungen von Kroatien kriegen, dass die Stadt das zustimmt. Da waren natürlich die Partner von Kroatien dafür zuständig. Und wir müssten in Slowakei die Zustimmung kriegen von dem Ministerium. Und in Rumänien müssten wir die Zustimmung kriegen von der Stadt. Und noch dazu, da haben wir eigentlich ausbilden müssen eine Gruppe, die Kenntnisse, dass die Leute
überhaupt die Tiere fangen können, weil da waren nicht die Kenntnisse, die Leute zu fangen. Wir das haben das ausgebildet und jetzt zum Glück werden wir noch da weitermachen in die deutschen Projekte. Also der Anfang, da war sehr, sehr viel Arbeit, dass wir überhaupt angefangen könnten, mit dem Projekt zu arbeiten. Und jetzt will ich ausdrücken, was waren die, nach meiner Meinung, die wichtigsten Sachen, auf die wir arbeiten müssten und aufpassen müssten, dass das funktioniert hat. Also die wichtigste Gruppe sind die Jäger. Mit den Jägern muss man von meiner Erfahrung machen auf zwei Levels, two Levels. Also wir müssen mit der Hauptorganisation arbeiten und wir müssen mit den Jägern, die ganz unten sind, die eigentlich auf dem Terrain sind und da was machen. Und das sind nicht die gleichen Leute, das ist ganz verschiedene Arbeit. Ja? Also, was hat unsere Hauptorganisation gemacht? Warum waren die so wichtig? Sie haben eine Aktion für illegales Töten von den Tieren übernommen und sie haben informiert und ausgebildet eine Gruppe in die Polizei, die daran jetzt arbeiten. Und sie haben ausgebildet ihre Jäger, die schauen, dass alles in Ordnung ist, nicht nur ganz, aber in jeder Jägerjagdfamilie bei uns hat ein paar Leute, die zuständig ist, das schauen, dass alles in Ordnung ist und die haben ein bisschen größere Kenntnisse und die haben sie dazu gebildet, ausgebildet und auch die Förster. Weil die Förster sind oft die Ersten, die auswissen, dass da etwas passiert hat und sie müssen wissen, was zu tun ist. Also das war eine sehr wichtige Aktion von den Jägern. Kommunizieren über ihre Schriften, dass das immer publiziert war, was wir machen, regelmäßig. Das haben alle geschrieben, aber das war ein sehr wichtiger Schritt. Eine Konferenz haben sie ausgeführt, national, so ähnlich wie das da heute ist, und eine internationale. Und sie haben viele Präsentationen gemacht, dass das von den Jägern kommt für die anderen Leute. Und so haben sie sich auch diesen Public Image viel gebildet, dass sie besser von der Bevölkerung gesehen sind jetzt. Also, das war die Hohe von Organisation. Und jetzt, wie haben wir gesorgt, dass die Jäger, die gewöhnliche Jäger, weiß ich nicht, wie ich sagen soll, da in dem Projekt waren. Da waren diese Gehege für Freilassung, die Luchse, sehr wichtig, weil die Jäger waren die, die sie gebaut haben, die Jäger waren die, die gesorgt haben für die Luchse und die Jäger waren die, die sie ausgelassen haben. Und so waren das ihre Tiere. Also sie haben gesorgt dafür und die Jäger haben sie ausgelassen. Also waren das ihre Tiere und du schützt etwas, was deines ist, nicht? Und da haben sie auch in die lokale Population davon gesprochen, weil sie waren alleine interessiert dafür. Also es ist nicht genug, nach meiner Erfahrung, die Jäger zu erklären, was wir machen, sie müssen mitmachen. Nur deswegen, dass das nicht etwas, was du machst, ist, aber etwas, was sie gemacht haben, ist. So könnten wir eigentlich mit den Gehegen, haben wir eingewickelt, auch wir haben das so organisiert, dass manche Jagdreviere sind Stadtjagdreviere im slowenischen Forest Service. Wir haben da eine Gehege gemacht. Manche Jagdreviere sind Jagdfamilien, wie wir sie nennen, das sind lokale Jäger, haben sie gemacht, die Gehegen, und ein Nationalpark. Also alle wir, die da eingewickelt sind, waren da bei Freilassung dabei. Das kann man nicht sagen, der hat das gemacht oder der hat das gemacht, wir alle haben das gemacht. Aber so haben, das waren vier Lokalitäten, wo das gemacht ist, wie alle anderen Jäger hineinbringen. Das war sehr wichtig beim Monitoring. Jede unsere Kamera, die draußen ist, wird entsorgt bei einem Jäger. Wir stellen die Kamera zusammen mit einem Jäger
Und dann ist er verantwortlich, dass er schaut, was es fotografiert und schickt uns diese Informationen. Und so ist auch keine Diskussion, wie viele Luchse sind jetzt in Slowenien. Weil da sind viele Diskussionen, manchmal bei den Wölfen oder so. Wir haben keine Diskussion davon, weil die Jäger, die das machen, sie vertrauen das, weil sie wissen, was haben sie fotografiert. Und also, wenn wir dann die Nummer hinausgeben, wissen sie, dass das die richtige Nummer ist, weil sie sehen ihre Fotos. Und dann, wenn wir fangen die Tiere für Halsbänder, auch da immer mit den Jägern zusammen, nicht alleine. Immer wenn ein Tier ist, wir einladen den Jäger, der damit geholfen hat, und meistens diese, die die Luchse auch nicht so gerne gehabt haben. Weil wenn diese, die nicht so gerne die Luchse haben, wenn sie sie sehen, am Boden streicheln, gibt das ganz eine andere Verbindung mit dem Tier. Und diese Leute dann geben auch den richtigen Message lokal. Okay. Die zweite Gruppe, die sehr wichtig ist, sind die Förster. Aber der Glück war da, dass wir die Leiter von dem Projekt waren. Aber das ist auch, wir waren die Hauptorganisation. Wir müssen sehr aufpassen, dass wir auch die lokale Förster eingewickelt haben. Das war auch ein wichtiger Schritt, auf den wir aufpassen müssten in unsere eigene Organisation. Und dann Nationalparke, die habe ich schon gesagt. Und dann alle andere Kommunikation. Wir haben mit den Bürgermeistern viel gemacht, dass die Bürgermeister manchmal auch mit den Jägern die Gehegen aufgemacht haben. Das waren nie uns von dem Projekt. Die Gehegen haben immer aufgemacht und die ausgelassen, die Jäger oder Bürgermeister waren auch dabei. Das war sehr, sehr wichtig. Und dann haben auch die Bürgermeister in ihre lokale lokale Gegend kennen, davon sprechen, weil wir haben natürlich mit ihnen gesprochen und dann haben sie gesagt, könnten sie noch einmal das erzählen irgendwo, und darüber haben wir gekommen zu so viele, das sind Nummern, wie viele Präsentationen haben sie gehabt, das sind die Nummern, wie viele Artikels haben wir geschrieben, oder das sind die Nummern, wie oft war zum Beispiel ein Interview mit einem von uns gemacht bei einem von draußen, diese Journalisten, oder das live links gestanden hat. Also haben wir zu sehr große diese Nummern gekommen, aber das war nicht nur, weil wir so viel davor gesprochen, aber auch diese andere eingewickelte Jäger, Bürgermeister, Förster davon gesprochen haben, weil so große Nummer kann man alleine mit einem Projekt sehr schwer dazu kommen. Zuletzt, sehr, sehr wichtig, Akzeptanz von Luchs, da ist Italien, Kroatien und Slowenien, das ist eine Untersuchung von 2019 ist eine sehr große Akzeptanz noch immer bei uns. Also schätzen wir, dass wir eine gute Arbeit gemacht haben. Ein bisschen mehr in Details. Jäger, generell General Public und die Bauern. Aber für die Bauern, wir haben ungefähr einen Schaden pro Jahr. Also ein Schaf, fast nichts. Das geht mehr für die Wölfe und für die Bäre, die Probleme. Und deswegen haben sie alle Beutegreifer nicht so gerne. Und deswegen ist zwischen die Bauern diese Perzeption von Luchs nicht so gut. Trotzdem ist positiv im Durchschnitt. Aber, und auch da muss man schauen, wenn 10% von den Jägern den Luchs nicht gerne haben, sind noch immer das 2000 in Slowenien. Muss man auch auf diesen Teil trotzdem im Durchschnitt positiv ist, aufmerksam sein. Und der Resultat, das sind die Luchse, die ein Teil von Population jetzt sind. Slowenien, Kroatien, schön ausgebreitet. Das ist die Stepping Stone Population, das sind im Moment keine Luchse, die sich ausbreiten da weiter. Also wir sind sehr froh, dass da sie überall sind. Und ja, 20 Jahre von Arbeit, dass wir sowas zusammenkriegen. Danke.